den König. Hallo liebe Freunde und für den König. Danke, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Odyssey im Auftrag des Königs. Und wir haben ja ganz fies in der letzten Folge vom Kuno hier die Breitschwerte geklaut. Durch eine Vergessens... durch den Schlafspruchrolle natürlich. Damit wir nämlich die Hochzeit... Für den König! Ja, ja, Theodor auch. Die sind alle so freundlich hier. Finde ich schön. Finde ich total schön. Und grün. Und deswegen können wir denn auch die Hochzeit bezahlen. Das, was wir auch gleich machen. Ich bin schon sehr gespannt. Ich muss mal wieder hier ein bisschen mampfen. Nein. Ich muss mal wieder hier irgendwas essen, damit ich überhaupt ein bisschen Mana habe. So einmal, zweimal und jetzt aber ab ins Dorf. Kann's kaum erwarten. So, Dorothee. Nö. Anna. Hey, du. Jetzt fragen wir mal Anna. Ich habe gehört, dass Klaus und Charlotte heiraten sollen. Ich habe gehört, dass Klaus und Charlotte heiraten sollen. Nun, das haben sich Johann und mein Mann Hermann ausgedacht. Am besten wendest du dich direkt an Hermann. Der kann dir mehr sagen. Okay. Ups. Hätte ich die Beine da an die Dings gefasst, an die Titulatur. Ich habe die Musik ein bisschen lauter angemacht. Oh nee, wieso? Habe ich irgendwas verpasst? Ach ja, ich brauche den Bauern. Den Bauern brauche ich. Oder ich quatsch mal mit Fred. Weil der Bauer ist, glaube ich, wo war denn der? Oben war er. So, Fred. Wollen wir denn mal schöne Kunde tun oder wieder was? Der Angler. Hey! Auch nicht. Habe ich irgendwas durcheinander gebracht? Ein Schwiegersohn für Johann. Ich habe Johann mitgeteilt, dass Klaus Charlotte nicht heiraten will. Wird Johann 1000 Goldstücke vorzeigt? Tja, sieht ganz so aus, als ob ich für meinen Freund die Summe aufbringen müsste. Ja, das ist doch logisch, dass wir die aufbringen müssen. Muss ich denn da oben wieder? Moment mal, da war doch einer. Ich meine, da war einer hinten am Baum sägen. Nee, auch nicht. Ja. Baumstämme habe ich auch nicht mehr im Inventar. Oh. Jetzt irre ich hier schon wieder rum. Nee, dann ist es... Dann ist er doch da oben. Ja, das ist schön exploring. So. So. Und was ist? Hier ist er auch nicht. Jetzt reicht's aber. Hab ich den irgendwie übersehen? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da soll ich erst zu Klaus hin? Also hier ist er nicht. Ist am Haus. Irgendwer war doch auch hier. Nee, das sind doch die Frau. Nee, das ist. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Kommt auch vor. Oder hinter Jonas Haus? Wo. Nee, nicht Jonas. Jetzt bringe ich was durcheinander. Das. Oh, tut mir leid, dass es jetzt. Da ist er wieder! Den habe ich gesucht eben. Den Johann. Oh, oh. Hier. Was hier? Na, die 1000 Goldstücke. Du wolltest doch Fred erst als künftigen Schwiegersohn anerkennen, wenn er dir so viel auf den Tisch legt.
Aber ja, natürlich. Doch sag mal, ist das Gold wirklich von Fred? Ja, ja, da nimm. Vergiss es aber nicht, ihm wiederzugeben, klar? Das Gold soll ja kein Geschenk für dich sein. Ja, ja, natürlich. Klar bekommt er es wieder. Aber Moment mal, Fred war doch so arm wie eine Kirchenmaus. Wie kommt er denn jetzt an so viel Geld? Nun sagen wir mal, er hat sowas wie eine Art Erbschaft gemacht. Also was ist nun? Kann er jetzt Charlotte heiraten? Ja oder nein? Natürlich kann Fred Charlotte heiraten. Im Grunde hatte ich ja nie was gegen ihn. Schon immer habe ich zu meiner Dorothee gesagt, der Fred wäre doch genau der Richtige für Charlotte. Schon gut, will ich gar nicht wissen. Also, wann ist Hochzeit? Ja, von mir aus so bald wie möglich. Tja, ich muss schon sagen, ich bin überrascht, ehrlich überrascht. Dass Fred so viel Geld hat, das hätte ich nie für möglich gehalten. Na seht ihr, so einfach ist das. Jetzt gehen wir mal zu Fred rüber. Da muss er doch was sagen. Junge, ich hab dir mal schon mal die Aussteuer in Gold bereitgelegt. Oh. Nö. Nö, nö, nö. Da muss ich erst zur Frau. Bestimmt. So. Anna, Dorothee. Anna, Dorothee. Charlotte. Stimmt, die sehen alle so ähnlich aus. Na, nicht hängen bleiben, bitte. Warte mal. Auf, Charlotte. Du solltest dich langsam auf die Hochzeit vorbereiten. Oder willst du deinen Bräutigam warten lassen? Wie kannst du nur so gemein sein, Roland, und mich verspotten? Ich dachte immer, dass du mein Freund wärst. Das bin ich auch. Dein Vater hat endlich eingesehen, dass es besser ist, wenn du deinen Fred heiratest. Oder willst du ihn nicht mehr? Was? Ist das wirklich wahr? Ich soll nicht mehr Klaus heiraten? Das kann ich nicht glauben. Es ist aber so. Frage ruhig deinen Vater. Ich werde jetzt mal Fred mitteilen, dass ihr bald heiraten könnt. Herrlich. Und Charlotte, wie fühlst du dich? Ach, Roland, ich bin das glücklichste Mädchen. Ach, was sag ich? Der glücklichste Mensch von ganz Athanos. Und das habe ich alleine dir zu verdanken. Mögen Athanos und Innos mit dir sein. Ja, muss Liebe schön sein. Ja, so sieht's aus. Ja, Fred. Kannst du gleich die neue Kunde erfahren. Hey Fred, alles in Ordnung. Du kannst deine Charlotte endlich heiraten. Was sagst du da? Das gibt es doch nicht. Wie hast du das in Adanos Namen geschafft? Indem ich Johann in deinem Namen 1000 Goldstücke von mir gegeben habe. Leicht ist mir das wirklich nicht gefallen. Das kannst du mir glauben. Was hast du? Das kann ich dir doch niemals zurückbezahlen, alter Junge. Weiß ich. Vergiss es einfach. Umso eher komme ich darüber hinweg. Du bist nicht nur ein echter Freund, sondern ein wahrer Wohltäter. Das soll das ganze Dorf erfahren. Wenn du einen Ton sagst, werde ich dir unwiederbringlich die Freundschaft kündigen, hörst du? Ich werde sonst von den anderen als der größte Dummkopf angesehen, der hier herumläuft. Darauf kann ich wirklich verzichten. Du hast recht. Deine großzügige Tat werden wirklich nur ganz wenige Menschen verstehen und respektieren. Wie kann ich nur deinen großen Verlust wieder einigermaßen ersetzen? Halt, jetzt weiß ich es. Ich habe damals von meinem Vater ein wertvolles Amulett erhalten. Das sollst du von mir haben. Möge es dich auf deinen weiteren Wegen beschützen. Und Fred, wie fühlst du dich? Ich bin der glücklichste Mann, den es geben kann. Und das verdanke ich ganz und alleine dir. Das werde ich dir nie vergessen, mein Freund. Ja. Hey, herrlich. So, dann ist ja auch der Schwiegersohn für Johann erledigt. Das ist gut. Als nächstes haben wir hier die Heudiebe. Bauherr Johann wurden 5 Heuballen gestohlen. Ich habe ihm versprochen, dass ich ihn wieder beschaffen werde. Da er unsere Wachen
Den Paladin Hubert und den Waffenknecht Jonas verdächtigt, sollte ich mal mit diesen reden. Angeblich sollen die beiden von den Diebstählen nichts bemerkt haben. Ja, dann speichern wir mal hier an dieser Stelle mal ab. Und fragen wir mal unseren Lurker-Bewacher nach den Heuballen. Also ich finde das toll. Jetzt ist ja die Hochzeit gesichert. Anna, Dorothee, haben die noch was zu sagen? Nö. Den interessiert das nicht. Nee. Den interessiert das nicht, dass ihre Freundin Dorothee jetzt heiraten darf. Und zwar ihren Glücksmann. So. Okay. Uber, nicht saufen. Kannst du mir etwas über die Heudiebstähle sagen? Ach, die Geschichte. Nein, kann ich wirklich nicht. Ich habe weder was gesehen noch gehört. Ist das nicht merkwürdig? Ihr steht hier Wache und in der Zwischenzeit wird ihm das Heu aus seiner Scheune gestohlen. Hey, Moment mal, Roland. Was willst du damit sagen? Du verdächtigst doch nicht etwa mich, oder? Würde mir nicht im Traum einfallen. Trotzdem ist die Sache seltsam. Ob seltsam oder nicht, Tatsache ist, dass während meiner Wache nichts aus Johanns Scheune gestohlen wurde. Und damit basta. Während deiner Wache? Wie meinst du das? Ganz einfach. Ich stehe nicht den ganzen Tag hier. Irgendwann habe ich ja schließlich auch mal Feierabend. Feierabend? Und ab wann hast du den? 20 Uhr gehe ich ganz gemütlich zur Burg hinauf, lege mich um Mitternacht schlafen und bin erst wieder am Folgetag um 7 Uhr auf meinem Posten. So, so. Und wer löst dich ab? Der Soldat Jonas natürlich. Frage den doch. Vielleicht hat er mehr als ich gesehen. Aha. 20 bis 7 Uhr in der Früh. Steht das hier auch? Nee, leider steht das hier nicht. Das heißt also, die Heudiebe werden wahrscheinlich sich hier zugange machen. Denke ich mal. Und war mir irgendwie noch vor ein paar Jahren so leicht in Erinnerung. Dann wird von einem Jonas gesprochen. Der ist aber nicht hier. Und wenn er, der Huber da, hoch zur Burg geht, dann wird der Jonas runterkommen, aber erst abends. Ergo, dann werden wir uns so schön in das weiche, fellbezogene Bett hinlegen und sagen wir mal bis zum nächsten Abend schlafen. Ja? Alter Schwede. Guckt euch mal dieses Bücherregal an, das ist mir jetzt erst aufgefallen. Das sieht ja wohl auch sehr schön aus. Also ich finde die ganzen Texturen sehr gut. Und auch ein bisschen düsterer als sonst. Na, wo ist denn jetzt hier eine Fackel? Ich will doch hier ganz lustig mal ein bisschen Licht machen. Hallo, da. Normale Fackel und noch eine gebrauchte Fackel. So. Gut, ja, hier zum Bücherregal. Mal gucken, vielleicht stehen da sogar Titel drauf. Wieso kann ich jetzt hier keinen... Ich wollte jetzt F drücken und damit in die First-Person-Geschichte gehen, aber geht hier irgendwie nicht. Vielleicht liegt das an meiner Definition der Tastatur. Ja, schauen wir mal, ob es hier irgendwo einen Jonas gibt, der hier runter geht. Da müsst ihr dann... Das ist Fred. Oh, Fred. Fred quatscht mit Charlotte. Na also. Ohne Küsschen? Naja. Das ist doch kein Geheimnis mehr. So. Da ist er. Da ist Jonas. Hi, Jonas. Hey, du. Was weißt du über die Heudiebstähle? Ach, hat dich Johann darauf angesprochen? Ja, hat er. Also, was weißt du über diese Sache? Nicht viel, nur dass ihm 5 Heuballen abhanden gekommen sind. Du hast also nichts gesehen? Nein, habe ich nicht. Und mir ist keiner mit einem Heuballen unterm Arm vorbeigegangen. Aber vielleicht hat ja der Paladin Hubert etwas gesehen. Der steht auch ständig am Dorfausgang herum. Den habe ich aber auch schon gefragt. Wegen der Heudiebstähle. Schon wieder? Was willst du denn jetzt wieder von mir wissen? Nur eine Frage. Hubert sagte mir, dass du ihn um 20 Uhr abends auf seinen Posten ablöst. Ist das richtig? Klar. Ich übernehme bis Mitternacht seine Wache. Und? Bis Mitternacht? Und was machst du dann? Na was schon. Feierabend mache ich dann. Ich gehe zur Burg hoch und lege mich schlafen. Und wer löst dich ab? Es muss doch einer hier unten den Nachtdienst haben. Nachtdienst?
Gibt es bei uns nicht. Ist bei den Lurkern noch gar nicht nötig. Die einzigen, die nachts noch außerhalb der Burgwache stehen, sind die Wachen vor dem Schiff. Und mehr nicht. Hat mir ja nichts gebracht. Um 20.33 Uhr. Nachdem ich Hubert und Jonas nachgefragt habe, erfuhr ich, dass nachts kein Posten vor der Scheune steht. Naja, sollte Johann nicht unbedingt wissen. Am Ende muss ich sonst den Nachtdienst übernehmen. Ich sollte aber mal um Mitternacht zur Scheune gehen. Vielleicht geschieht ja da etwas. Jetzt weiß ich. Jetzt werden wir mal schlafen. Das ist spannend jetzt. Ach, und die Grillen. So, jetzt lass uns mal bis Mitternacht schlafen. Mal gucken, was da passiert. Ich glaube, ich muss dann vorher abspeichern. So, bis Mitternacht schlafen. So. Und wo ist meine Fackel? Ja, die ist noch da. Und bevor ich rausgehe, einmal abspeichern. Hier, da. Die Geschichte. Oh, Mann. Ich bin sowas von... Musik ist auch anders geworden. Dramatisch. Na? Ist da wer drin? Scheiße. Schwarze Gobbos. Na, die krieg ich natürlich nicht. Also kommen da schwarze Goblins raus. Das ist gemein. Wie kriegen wir die jetzt weg? Schwarze Goblins. Mit dem Pfeil. Oh Mann. Moment. Das ist dunkel. Ich sehe nichts. Mistomato. Noch 7 Fackeln. Vielleicht sollte ich versuchen. Also hier wird ja gleich was getriggert. Muss ja immer ein bisschen cleverer sein. So. Kann ich hier oben? Nee, ich kann hier nicht oben hochspringen. So schwarze Goblins kann ich garantiert nicht mit. Hier komme ich auch nicht hin. Nee, schade. Ich brauche eine Anhöhe, damit ich die... Was mache ich denn jetzt? Fragezeichen. Ich bin jetzt eh gleich wieder gespawnt. Und dann auch noch in der Dunkelheit. Aha, hier wurde noch nichts getriggert. Ach, Charlotte. Da muss ich doch halb rein. Wie mache ich denn das jetzt? So. Und tschüss. Gott. Das in der Dunkelheit. Ach du Scheiße, die kriegen ja noch nicht mal irgendwie... Wie mache ich die jetzt weg? Ja, da macht wieder einer Breakdance. Wie viele sind es denn überhaupt? Wenn das nicht so dunkel wäre, dann würde ich irgendwo hinklettern. Ja? Verfolgt mich keiner mehr? Here we go. Mist. Ja, toll. Ich brauche eine andere Strategie. Und ich brauche mehr Kraft. Mehr Schutz. Voll Diebe. Ich glaube, ich lasse das erstmal. Mache ich später. Dann machen wir Folgendes. Wir gehen zur Burg
Und ich war der Meinung, wenn es nämlich schon Nacht ist und alle schlafen. Ja, da war ich nämlich der Meinung, die Burg ist düster geworden, Leute. Die Burg ist so düster geworden durch diese Elhiva-Version. Weil wenn nämlich alle schlafen, dann kann ich nämlich noch diese Proviant-Geschichte machen. Aber der Theodor... Für den König! Ja, für den König. Ich auch. Ist denn der... Ich muss selber mal gucken, ob der Kau überhaupt... Der Koch überhaupt da ist. Nein, falsche Treppe. So, hier hin. Sehr düster alles hier. Tankred, ja. So, erste Schlafgemach. So, hoffe ich nicht. Bin ich nicht. Bin ich auch. Shit. Hier, Ganelun. Das heißt also, machen wir nochmal eine Übernachtung. Oder? Herr Brandt's Truhe, die haben wir alle. Uno. Hat hier jemand noch ein Plätzchen für mich? Danke. So, bis zum nächsten. Machen wir mal bis mittags. Warte mal. Kann ich dir irgendwie helfen? Klar kannst du das. Einige der Paladiner haben noch nicht ihren Proviant von mir erhalten. Jeder von denen bekommt ein Brot, ein Stück Schinken, einen Käse und eine Flasche Wasser. Kann ich machen. Und wer von den Paladinen hat noch sein Proviant zu bekommen? Das sind die Paladine Hubert, Tankred, Walter, Ingolf und Gottfried. Ach ja, da fällt mir auch noch ein, dass unser Schmied Theodor auch noch nichts erhalten hat. Dem kannst du dasselbe wie den anderen bringen. Sag mir dann Bescheid, wenn du alles verteilt hast. Gut, dann sagen wir mal Bescheid. Wir haben ja noch nicht alles verteilt, also fangen wir mal damit an. Tankred, der schläft doch immer irgendwo. Auch mittags, glaube ich. Oder ich leg mich wieder hin, da sind sie sowieso alle hier auf einem Haufen, dann kann ich sie schneller verteilen. Ganz einfach. Bis zum Abend oder bis... Ich probiere mal bis zum nächsten Abend. Vielleicht kommen sie schon rein. Okay, wer steht jetzt hier? Theodor steht hier. Herbrand. Er hat mir noch nichts zu sagen. Das ist mir ein bisschen... Und ein bisschen zu lang, deswegen bis Mitternacht. So, mal gucken. Kommt ihr jetzt mal zum Schlafen, Leute? Oder ist das hier das falsche Zimmer? Kann doch nicht sein. Bruno, Herbrands Truhe, Truhe, Olivers Truhe, Kunos Truhe. Ja, ich bin im falschen Schlafzimmer. Herrlich. So, dann bitte sehr ins nächste. Nee, das ist... nee, das ist ja Marbots Zimmer gewesen. Das ist die Küche, die Burgküche. Oh. So. Hubert, braucht er was? Was willst du? Ja. Hier dein Essen, schöne Grüße von Jonathan. Hier, dein Essen. Schöne Grüße von Jonathan. Danke. Dann werde ich jetzt mal richtig zuschlagen. Sehr gut. Mal gucken. Das ist ein zittriger Ritter, noch ein Ritter. Ritter. Walter. Ich glaube, Walter braucht es auch, ne? Hätte vorhin ins Log gucken können, aber... Verdammt, was ist los? Ja. Du siehst so aus, als ob du Hunger hättest. Ich sehe nicht nur so aus, sondern ich habe tatsächlich welchen.
Schickt dich etwa Jonathan zu mir? Ja, ich soll dir dein Essen bringen. Sehr gut. Ein Stück Käse und Schinken wäre jetzt nicht zu verachten. Ja, dann guten Hunger. Gottfried? Moment, ich guck doch nochmal ins Loch. Moment mal. Also, Hubert, Tankred, Walter, Ingolf, Gottfried. Ja, und der Schmied. Oh Gottfried, happa happa. Du siehst so aus, als könntest du etwas Essen vertragen. Nicht nur das, mein Freund. Ich habe auch einen gewaltigen Durst. Na, dann nimm das hier. Und schöne Grüße von Jonathan. Ah, Brot, Schinken, Käse und eine Flasche Wasser. Danke dir. Das ist jetzt genau das Richtige. Richtig lecker Wasser. Ah, tat das gut. Weiter geht's. Oh, ich kann durch die Betten gehen. Tankred fehlt mir noch. Torwach, aber der schläft ja, glaube ich, gar nicht hier. Ingolf, da ist er. Ingolf, aufwachen. Verdammt, was ist... Die nächtliche Speisung. Wachdienst macht hungrig, oder? Und ob der hungrig macht. Hast du was dabei? Ja, habe ich. Schöne Grüße von Jonathan. Dank dir. Dann lasse ich es mir mal schmecken. Traurig. Ja, ich glaube, die haben wir jetzt alle durch. Volker auch nicht. Erik auch nicht. Hubert hatten wir ja, glaube ich, schon. Ja, Hubert hatten wir. Ja, ist gut. Hubert. Wollt ihr nur meine Sprungkünste zeigen? Und der Schmied. Tankred. Wo pennt Tankred? Der pennt. Warte mal. Der pennt doch eigentlich tagsüber, oder? Meistens pennt er hier irgendwie. Nee. Na gut, okay. Dann werde ich selber mal ein bisschen schlafen. So, hallo. Also zu weit. Was willst du? Nein. Wie kann ich Paladin werden? Wie ist die Lage? Oh, das wollte ich nicht. Das geht dich in feuchten Kehrig an. So, ins Bett. Ein bisschen kompliziert hier, das Ganze. Bis zum nächsten Morgen ausschlafen. Ausschlafen. So. Ups. Nicht einfach. Da unten sind welche. Hier kommt auch noch einer. Oliver. Ja, das kann kein Tankred sein. Erbrand. Tankred, da ist er. Hey, Tankred. Warte mal. Vielleicht Hunger? Ich hätte dann was für dich. Und ob ich Hunger hab, dann gib mal her, was du hast. So, wen haben wir denn alles? Wir haben Hubert, Walter, Gottfried, Ingolf und Tankred. Hubert, Walter, Gottfried, Ingolf und natürlich noch ein bisschen. Und der jeder von ihnen erhält ein Schinken Wasser und der Theodor. Ich weiß, dass der Theodor, ich glaube, zu der Tageszeit nicht hier ist. Sondern ich muss das auch mal zeigen. Ich will nicht immer warten, bis er hier runterkommt. Der Theodor. Der macht mir hier doch nichts vor. Er müsste doch hier oben sein. In seinem Eigenheim. Der Theodor. Abfütterung. Letzte Abfütterung. Jonathan hat mich beauftragt, dir dein Essen zu geben. Essen? Sehr gut. Ich habe schon einen Mordshunger. Jetzt haben wir auch die Proviantverteilung gemacht, die aber noch nicht fertig ist. Das heißt, zurück zum Koch.
denn der muss ja schließlich Bescheid wissen. Dass wir alles verteilt haben. Also wie findet ihr eigentlich die El-Hiva-Version hier? Also ich finde sie sehr düster. Aber gut gemacht, auch gut aufgelöste Texturen. Schreibt das mal in die Kommentare. Möglich ist alles. Bitte. Bitte. Schreibt das in die Kommentare. So. Auf zu Jonathan. Und hey. Ich habe den Proviant an alle verteilt. Gut gemacht. Damit hast du mir eine Menge Arbeit erspart, allen hinterher zu rennen. Dazu habe ich wirklich keine Zeit. Wenn du noch Hunger haben solltest, dann sieh dich ruhig in meiner Küche um und bedien dich. Das ist ja nett. Was, guck mal, ob er noch eine Aufgabe für uns hat. Ja, das werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, bis ihr hinzugesehen habt und mir einen Daumen gegeben habt. Wenn nicht, dann macht es bitte jetzt. Schreibt Kommentare, wie findet ihr die neue Version? Und empfehlt mich weiter, abonniert mich. Ich bedanke mich. Tschüss, wir sehen uns.